Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei Iratus. Wir haben jetzt die Wahl zwischen dem Elite-Trupp und einem normalen Gefecht. Ich werde ins normale Gefecht gehen, einfach aus dem Grund, weil ich nicht einen Elite-Trupp mit einem neuen Gegnertypen haben möchte. Primär. Und die Gegner sind echt nicht ohne. Von dem her, ich denke, das passt schon so. Er schafft auf der Zielposition für 2 Runden eine Wolke der Finsternis. Die Frage ist, ob das durch die magische Rüstung durchgeht. Wir probieren das mal aus. Ne, magischer Schutz. Dang it. Nun gut. Aber zumindest ist der magische Schutz schon mal weg jetzt. Er hat jetzt den Schaden gefressen. Okay, gute Sache. Geist. Ich meine, wir können das mal so anfangen. Wir müssen zuerst die Priesterin töten, idealerweise. Weil ansonsten wird die halt einfach die Gegner wieder hochheilen, was wir ja eigentlich nicht wollen. Wir können da mal ein bisschen Stressschaden hinzufügen. Dann ist sie schon mal im Wahnsinn. Oh Gott. Ich glaube nicht, dass sie irgendwelche Angriffe hat. Ich glaube, die ist wirklich rein defensiv eingestellt. Warum kommst du nicht an die Reihe eigentlich? Ich habe so ein bisschen Angst, dass wir sie verlieren. Weil die Gegner drankommen. Bevor wir was tun können. Ah, es hat fast geklappt. Dang it. Aber sie hat nichts mehr. Probieren wir das mal. Okay, wir haben sie. Nach damit, ich hab's geahnt, dass die stirbt. Verdammte Axt. Ich meine, das ist jetzt nicht super dramatisch. Oder ist es doch? Das ist dramatisch, weil wir jetzt nur noch 3 Leute im. Wobei, wir können, glaube ich. Können wir nicht irgendjemanden beschwören? Nee, das war's nicht du, oder? Das war's nicht du mit der Beschwörung. Nope. Tja. Wie machen wir das am besten? Wir müssten. Er müsste hinten sein, damit er Stressschaden hinzufügen kann. Wobei er ja keinen magischen Widerstand. Vielleicht können wir ihn einfach so töten. Wäre durchaus eine Option. Ich pack das mal auf dich. So, greif du den einfach mal so an. 20. Das war jetzt nicht so toll. Und ich werde ihn buffen. Ja, das ist das mit dem Stressschaden. Naja, das wird jetzt ein bisschen dauern, aber ich könnte sein, dass wir die runterzergen können. Beziehungsweise, wir lassen noch 42. Tschüss. Einer weniger. Wir müssten dich mal nach hinten bringen. Das wäre wichtig. Und ja, jetzt können wir eigentlich normal Schaden hinzufügen. Erst verfehlt. Erstmal. Wenn ich jetzt dich wieder nach hinten bringe, ist das genau eigentlich nicht das, was wir wollten, aber. Was soll's, es ist relativ viel Schaden. Ja, wir verlieren unsere Rüstung momentan gerade. Also, du gehst nach hinten.
Und du hast. Ich weiß nicht, ob das ein One-Shot ist. Kannst du das hier an vorderen beiden Positionen machen? Okay, dann machen wir das mal so. Das war kein One-Shot. Dang it. Okay, er ist einfach so gestorben. Das soll mir recht sein. So, was haben wir noch? Einfach normal angreifen. Ich denke, wir müssen jetzt, da es nur noch einer ist, die Schilde aufrechterhalten können. Mana-Wiederherstellung. Warum nicht? Dann machen wir ihn einfach. Wir können doch, wir haben doch irgendeinen Stun-Angriff. Nicht? Habe ich den rausgenommen? Ich glaube, den habe ich rausgenommen. Welches war der Stun? Der hier, ne? Ne, er hier. Knochenobelisk. Habe ich den rausgenommen? Ich glaube, den habe ich rausgenommen. Braucht aber 5. Oh, boah, das ist viel zu teuer. Das ist viel zu teuer. Bewirkt der Schaden um 25% erhöht. Okay, das ist. Das finde ich nicht so toll. Greif einfach an. Das ist halt doof. Wenn einer fehlt, dann können wir nicht mehr richtig. Dann funktioniert die Strategie nicht mehr richtig. Das ist so ein bisschen das Problem. So, dann. Geben wir immer das. Und buffen dich nochmal. Wir machen das jetzt halt auf die alte Tour. Oh, du kannst auch hinten angreifen. Oh, das ist schlecht. Okay, dann. Damit. Ich hab auch keinen Heilzauber. Ich habe halt echt nichts mehr. Ah, verdammte Axt. Weißt du was? Geh nach hinten. Und dann machen wir das hier. Das hat zumindest einigermaßen Schaden gemacht. Jetzt hoffen wir einfach, dass er, dass nicht sie getötet wird. Oder dass er nicht sie angreift, besser gesagt. Ach Mist, jetzt wurde. Ach. Sich selbst buffen kann sie leider nicht. Das ist das Problem. Okay, er hat nicht sie angegriffen. Huh. Glück gehabt und gleich ist er tot. So. Haben wir nochmal Schwein gehabt. Dass wir nicht noch jemanden verloren haben. Krähenfuß verflucht. Feinde für 2 Runden, wenn da keine Fähigkeit einsetzt. 4 Stressschaden bei Flächenangriffen. 10 bei Einzelangriffen. Das finde ich gar nicht schlecht. Wir müssen ja jetzt so oder so uns eine neue Todesfee erschaffen. Haben nichts mehr wirklich. Keine guten Reagenzien mehr. So, du kriegst noch ein Gehirn. 24 reicht, glaube ich, oder? Weil momentan verlieren wir so viele Einheiten, dass es nicht mehr feierlich ist. Da will ich nicht das Beste direkt verballern. So, Gegenstände, Todesschuh, zack. Und, ach, wie haben wir dich geskillt? Rechts, links, links, links. Beweise, dass du meiner Zeit würdig warst. So, gute Sache. Dann musst du in die Heilkammer. Und dich müssen wir skillen. So, das ist klar. Das muss sein. Ich denke, ich gebe dir noch ein zusätzliches physisches Schild.
Du brauchst ausweichen. So, dann machen wir das mal so. Dann bringen wir dich stattdessen rein. Ich möchte eigentlich nicht unbedingt, dass sie auf der Position einsteht. Haben wir für sie eine gute Alternative, die tanken kann? Ich meine, der Geist könnte tanken, und zwar mit dieser Fähigkeit. So ein bisschen. Aber das kann er nicht in der Front Row machen. Wir haben nicht so wirklich jemanden, der gut in der Front Row sein kann. Und da Stressangriffe durchführen kann. Das ist so ein bisschen das Problem. Was ist mit dir? Sollen wir dich in die Front Row packen? Hast du Stressangriffe? Magisch, physisch. Die Kampfhaltung. Aber du hast halt einfach einen guten Ultimate. Ich denke, du musst das halt irgendwie aushalten. Das ist halt gerade am Anfang. Wenn wir ein paar Runden überlebt haben, dann geht's eigentlich. Aber wenn wir am Anfang Pech haben, dann ist er halt sofort tot. Aber da kann man nichts tun. So, wir haben hier drei neue Gegnertypen. Ich bin gespannt, wie das läuft. Wir werden sehen. Wir probieren es auf jeden Fall wieder mit der gleichen Truppe. Never change a running system. So, was haben wir Neues? Söldnerhauptmann. 30 physisch. Wenig Verstand. Und der Inquisitor. Viel Verstand. Und der Standartenträger. Ausgeglichen. Okay, ich denke, wir machen einfach mal das. Da kriegen wir die magischen Schütze ein bisschen weg. Ich weiß nicht, wen wir zuerst töten sollten. Ich meine, wir können es auf den Soldatenhauptmann probieren. Vielleicht sollte der Geist am Anfang nicht ganz hinten starten. Er hat keine gute Präzision. Machen wir das mal auf ihn. Ah, der kommt, kriegt dann auch noch in Flammen. Alles klar. Dann kommt er auch als nächstes an die Reihe. Okay, wir gehen auf dich zuerst. Verfehlt? Ah, du bist ein ätzender Typ. Was war das? Ach, jetzt haben wir Gegner, die auch die hintere Reihe angreifen können. Na klasse. Dammit. Also gerade du nervst mich ziemlich. Warum hast du nicht 45 Stressschaden gefressen? Verstehe ich nicht. Mir gerade ein bisschen unklar, muss ich sagen. Tja, was machen wir jetzt mit euch? Der nimmt einfach wenig Stressschaden. Nicht so, wie er sollte. Was mich ein bisschen unstimmig macht. Na, was soll's. Wir müssen anfangen, Schaden zu machen. So, sie darf nicht ihre Schilde verlieren. Gott, ey. Das ist auch ein richtig nerviger Typ. Vielleicht sollte man fast den zuerst wegmachen. Wenn er so oder so keinen Stressschaden frisst. Warum gehen wir nicht auf den?
Tja. Was hast du? Lukrativer Segen. Bewegter Schaden um 10% verringern. Naja, das ist nicht so dramatisch. So, du kannst direkt abfahren mit deinem Scheiß. Muss nicht sein. Ach, umgeleitet, ey. Umgeleitet. Dang it. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein physischer oder ein magischer Angriff war. Das war auf jeden Fall ein magischer. So viel steht fest. Mehr Mana. Eins zurück und nochmal versuchen, ihn anzugreifen. Ich meine, das ist fast ein bisschen zu verlockend. Sehr gut. Dann haben wir ihn auch schon fast. Wen machen wir als nächstes? Der stört mich momentan ehrlich gesagt nicht so, abgesehen von der Umleitung. Ungültiges Ziel. Okay, dann gehen wir auf den. 29, das scheint mir auch relativ wenig. Buff auf... Du hast noch... Buff auf ihn. Okay, gute Sache. Das war ein Fehler, mein Lieber. Buff trinken. Und dann haut er ab, oder was? Der nächste Angriff ist garantiert kritisch und stellt Vitalität und Verstand in Höhe des bewegten Schadens wieder her. Na gut, du bist weg. Mein Lieber. Oh, wir brauchen Mana. Wir brauchen Mana. Ich denke, wir gehen... Na gut, ich meine, wir können auch die Umleitung akzeptieren. Wir machen nur 50% Stressschaden, habe ich das Gefühl. Wir machen nur 50% Stressschaden. Ich weiß nicht warum. 14. So, er ist weg. Gott, ich hasse den Typen. Brennen. Das ist auch ein fieser Typ. Geh du mal nach hinten. Okay, die beiden sind wahnsinnig. Ist ja schon mal nicht schlecht. Geist. Machen wir das mal so. Magischer Schutz auf dich. Was hast du jetzt da wieder für ein Mist gemacht? Stolz des Ordens, bewegter Schaden erhöht. Das gefällt mir gar nicht. Verfehlt, fantastisch. So, hier hinten haben wir ein bisschen ein Problem. Der flieht. Den müssen wir uns nicht mehr kümmern. Weißt du was, wir machen das mal. Bitteschön. Du stehst halt auch noch in Flammen. Wir haben keine Heilung. Wir haben auch... Haben wir irgendwie einen Zauber? Wir fänden alle Debuffs. Okay, gute Sache. So. Dann frisst er zumindest ist momentan keinen Schaden mehr. Das ist schon mal nicht schlecht. Dann machen wir das so. Keine Ahnung, warum wir nur so wenig... Warum wir nur so wenig Stressschaden machen. Der ist schon mal weg. So, dann Stun auf euch. Ich glaube, wir werden es alle überleben.
Magischer Angriff auf dich. Down. Guter Crit. Und ja, dich können wir jetzt einfach so wegmachen. Buff auf dich. Du bist am lowsten. Wobei, das spielt jetzt nicht mehr so eine Rolle. Ich soll versuchen, die Leute zu heilen jetzt. Ich glaube, das ist fast besser. Jetzt ist voller Stressschaden. Vielleicht hat irgendeiner der Gegner das gemacht. Dass wir nicht den vollen Stressschaden bewirken. Mana. Ich weiß, wir könnten ihn töten. Aber muss ja nicht sein gerade. Denn wir können uns ja noch ein bisschen heilen. Bis er abhaut. Wir könnten das ganze Mana wiederherstellen. Vielleicht sollten wir das tun. Heilung auf... Guck mal, dass zumindest einer nicht in die Heilkammer muss. So. Er flieht. Was schon mal nicht schlecht ist, denn dann kann ich mit ihr den ganzen Verstand wiederherstellen und dann kriegen wir das Mana zurück, bevor er flieht. Ich hoffe, das funktioniert. Wir werden sehen. Ja, mach du nochmal Mana-Herstellung. Du kannst warten. Und ich würde sagen, du heilst ihn noch. So, Mana-Herstellung. Und weg ist er. Das hat funktioniert. Gute Sache. Gute Sache. So, jetzt müssen wir leider... Schatten da rein. Du kannst nochmal eine... Ne, wir tauschen euch aus. Ich glaube, das ist besser. So, wir brauchen einen Schattenersatz. Glücklicherweise haben wir das. So, der Schatten sollte nicht hinten starten. Zu Beginn nur Zombies. Der Lakai, deine Chance 100% eine gezielte gegnerische Attacke... gegen den direkt hinter sich stehenden Verbündeten auf sich selbst umzuleiten. Ich weiß nicht, ob ich das möchte. Das wahrscheinlich wäre eigentlich eher was für den Geist. Würde ich jetzt mal so behaupten. Okay, dann haben wir einen Sarg. Keine Humikron-Einträge. Oh, was ist das? Was haben wir hier? Ein Blutphantasma. Können wir die eigentlich schon machen? Wir könnten die sogar schon erschaffen. Das hab ich, mit denen habe ich einfach bisher noch nichts gemacht. Wir können uns das gleich mal kurz durchgucken. Brauchen wir nicht für die Heilung hier so ein Blutphantasma? Ja. Sollten wir vielleicht direkt noch eins herstellen. Ja, wir sind uns sehr ähnlich. So. Bitteschön. Dann kann jeweils noch ein dritter in die Heilkammer. Fantastisch. So, dann gucken wir uns mal die Fähigkeiten an. Physischer Angriff von irgendeiner Position auf die vordersten beiden 80% Schaden, 100% Schaden. Wie sind deine Werte aus? Nicht wirklich viel Crit. Schauen wir uns erstmal durch. Greift zweimal an und bewegt dabei Angriff 50%. Das Blutphantasma stellt nach jedem Angriff 6 Vitalität wieder her. Okay, das ist ein Heal. 6 ist jetzt nicht so viel. Mehr Schaden. Oder mehr Vitalität. Okay. Was haben wir noch? Kampfhaltung. Wird direkt Schaden erlitten, stellen alle Verbündeten Vitalität in Höhe von 40% des Angriffswertes des Blutphantasmas wieder her. Okay. Du brauchst also einen guten Damage-Wert.
Das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Verbündete halten bis zum Gefechtsende ein Angriff, ein Furcht. 50%, 10 HP. Markiert einen Lakaien für 2 Runden. Jede Einheit, die diesen Lakaien angreift, leidet magischen Schaden. Ne, eher nicht so toll. Mehr magischen Schaden. Bewegt physischer Angriff, bewegt für jeden Buff oder Debuff auf dem Ziel zusätzlich 4 Schaden. Den kann sie von hinten ausführen. Man würde sie ja gerne vorne haben. Das Problem ist, ihre Fähigkeiten zu tanken sind scheiße. In Flammen. Bewirkt 40% Schaden. Setzt Ziele bis zum Gefechtsende in Flammen. Tja, verlängert die Dauer aller Buffs, Debuffs auf Zielen um 1. Ausgenommen Lähmungseffekte. Schade. Dann geht sie nach hinten. Bei diesem Ding. Das Problem ist, sie hat keine Schilde. Sie hat keine Schilde, sie ist komplett wehrlos. Und man müsste Schaden skillen. Ausweichen. Ich weiß nicht, ob das gut genug ist. Acht. Das erscheint mir keine gute Einheit zu sein. Nur ich. Naja, wir skillen sie jetzt einfach mal trotzdem. Potenzial der Nekromantie entfesseln. Also, das ist dein Damage-Spell. Du hast keinen hohen Crit-Wert, also das hier ist Quatsch. Gibt das Rüstung? Ja. Okay, was nehmen wir hier? Vitalität wiederherstellen. Mehr Vitalität. Du musst dich ja wieder heilen. Wir bei dir. Du hast keine Angriffe, die Stressschaden verursachen. Das ist ein bisschen ein Problem auch. So, mehr Vitalität wiederherstellen. Mehr Damage. Feinde greifen den markierten Lakaien öfter an. Würde ja Sinn ergeben. Machen wir das. Und was ist das für einer? 130% Schaden von hinten. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht genau. Also man müsste das hier auf sie selber machen. Und danach Transfusion. Auf sie und danach immer in der Kampfhaltung bleiben. Und dann immer das erneuern. Ich habe das Gefühl, so muss man das Ding spielen. So, wir nehmen das. Das andere ist ein bisschen zu Wombo-Combo. Was ist das hier? Das kostet einfach weniger Wut. Ja, warum nicht? Ich weiß nicht, ob das Blutphantasma jetzt... Ich meine, wir könnten... Wir können es mal anstatt der Todes... Wobei... Es ist halt alles physischer Schaden. Und das ist momentan gegen die Gegner, gegen die wir antreten, eher suboptimal. Da haben wir wieder einen neuen Gegner. Ich glaube, die ist momentan nicht so toll. Wir werden die mal im Hinterkopf behalten. Oh, falsch. Damit. Der Schatten, haben wir gesagt, sollte nicht ganz hinten stehen. Wer sollte denn ganz hinten stehen? Weil der Schatten... Was ist unser Eröffnungsmove mit dem Schatten? Die Kampfhaltung. Oder die Falle.
Da müsste er hinten stehen. Ich denke, das ist die richtige Position für dich. Am Start. Die Todesfee fängt hinten an. Und dann hoffen wir, dass es passt. Unsicher. Ich bin mir unsicher. So, was zur Hölle bist du hier? Ein Lichtelementar. Du hast kein Stresslevel. In Ordnung. Ich denke, wir gehen zuerst auf den Inquisitor. Er hat noch da die Rüstung. Was machen wir? Wir machen einfach mal das. Das erschien mir sinnhaft. So, dann würde ich sagen, fangen wir an. Wir können hier schon mal Stressschaden hinzufügen. Das so, dann weiter Stressschaden hier. Du gehst nach hinten. Okay, was war das genau? Ich bin mir jetzt nicht sicher, was das für ein Angriff war. Nichtsdestotrotz, weiter auf den Inquisitor. Das heißt, wir machen mal das. AOE-Stressschaden ist immer gut. Okay, ich glaube, der Geist müsste vielleicht langsam, aber sicher ein bisschen zurück. Wir können das hier nochmal machen. Oder will ich den Geist ganz vorne lassen? Problem ist, eigentlich muss der nach hinten, damit er sein Stresszeug machen kann. Ja, greif den mal an. Dann ist er nämlich auch schon bald tot. Mehr Stressschaden brauchen wir da jetzt erstmal nicht. Deswegen würde ich sagen, gehen wir auf den Paladin als nächstes. Okay, magischer Schutz ist alle. Du müsstest dich nach hinten verpissen. Deswegen würde ich sagen, machen wir das mal so. Dann tauscht ihr die Position und dann müsstest du das Ausweichen haben. Und wir geben ihm den Buff. Ich glaube, ich gebe ihr den Buff erstmal, weil sie ganz vorne steht. Ich weiß nicht, ob das... Das scheint nicht unwichtig zu sein. So. Töte. Der Inquisitor ist schon mal weg. Au! Stun die Typen. Boah! Okay, nee, ich glaube, der hat nur physischen Angriff. Ich glaube, das wäre nicht in die Hose gegangen. So oder so nicht. So, du gehst auf ihn. Dann Buff. Du musst eins nach hinten. Und gib ihm. Müssen wir das noch einmal machen und dann ist der Typ auch schon weg. So, das heißt, du kannst als nächstes auf den da gehen. Wenn du nicht verfehlen würdest. Gute Sache, dann kriegst du nochmal einen Buff. Ja, der macht wirklich... Ich glaube, der kann nur physisch. Also, würde ich jetzt vermuten, ich bin mir nicht sicher. So, du nach hinten. Und dann machen wir den da weg. Läuft einigermaßen, oder? So, der ist schon fast, der ist schon mal ein bisschen im Wahnsinn verfallen. Was hast du für eine Kampfhaltung? Zu Beginn der Runde des Lichtelementars erhalten alle Verbündeten zwei Blocken und zwei magischen Schutz.
Ist ärgerlich, aber ist kein super Drama. Ah, verfehlt. Dang it. Wer braucht... Ich werde dich nochmal buffen. Bevor ich dich heile. So, dann gehst du nach hinten. Wir machen das. Und das macht sahmäßig viel Schaden. Ja. Ich meine, ne? Das verzögert die ganze Geschichte nur ein bisschen. Es ist nicht so dramatisch. Und er fängt an, seine eigenen anzugreifen. Wundervoll. Ich denke, wir machen das hier. Damit die magischen Schütze. Was ist denn die Mehrzahl von Schutz? Ah, auf jeden Fall, das Zeug muss weg. So, du hilfst uns dabei. Das ist, finde ich, ist sehr zuvorkommend von dir. Ich denke mal... Wir können hier momentan sowieso nichts machen. Können wir das Ding... irgendwie wegmachen? Den magischen Schutz? Ich glaube nicht. Ich müsste irgendwie was Billiges spielen. 18 Mana. Wir können das mal so machen. Und dann stellst du einfach erstmal Mana wieder her. Das ist ja nicht schlecht. So, was machen wir mit dir jetzt? Das können Mana so wiederherstellen können wir momentan nicht. Ich denke, wir machen einfach erstmal das. Ich weiß noch nicht genau, wie wir dieses Lichtelementar... Wobei, das hat keine Rüstung. Das sollte eigentlich machbar sein. Das sollte eigentlich machbar sein. Das heißt, du kannst anfangen, das Ding zu behaken, oder? So, Buff. Okay, er fliegt. Gute Sache. Das heißt, wenn er fliegt, können wir ihm das Mana wiederherstellen. Das heißt, du... Was machen wir mit dir? Was halt sonst nicht wirklich Schaden? Ganz eins nach hinten gehen. Wir machen mal das. Ja, das macht Schaden. Gute Sache. So, stell ihm das Mana wieder her. Und füll unser Mana wieder auf. Weil er es verpisst sich. So weit, so gut. Rüstung auf dich. Und du greifst hier an. Oder einer der wenigen bist, die tatsächlich Schaden verursachen. Aber das läuft ja einigermaßen. Wir können das Ziel lähmen. Das funktioniert sogar. Und Mana wiederherstellen. So, ich würde ganz gerne den Geist noch heilen. Kannst du irgendwas tun? Du hast nicht mehr wirklich... kannst nicht mehr wirklich viel beitragen gegen den. Wir müssen uns merken, wenn irgendjemand keinen Stress-Level hat, dann ist die Todesfee relativ nutzlos. Nun gut, sei es drum. Wir haben sie ja gleich. So, ist jetzt die Frage, ob ich ihn nochmal heilen möchte. Ich glaube, die Antwort ist ja. Wir probieren es mal. Aber der Debuff ging auf jeden Fall drauf. Mana herstellen. Auferstehung. Was bedeutet das? Warte mal. Wer dem Todesfall mit... Ach Gott. Okay, war ein Fehler. Es war ein Fehler. Bringen wir es hinter uns. Daran werde ich mich
Du bist ein ärgerliches Vieh. Und diesmal, ich hätte das Ding vorhin wegmachen sollen. Das war doof. Machen wir das so. Und du kannst das Mana wieder herstellen. Erstmal müssen wir den magischen Schutz wieder entfernen. Nun gut, immerhin sind alle bei vollem Leben. Und auch sonst sieht es einigermaßen gut aus. So, Lähmung. Und wir stellen Mana wieder her. Wobei, du könntest doch ein bisschen mehr beitragen, wenn du eins weiter hinten wärst. Ich weiß jetzt nicht, ob die Furcht hier wirklich viel bringt. Aber du hast auch noch einen Stressangriff, das ist interessant. Auf alle. Das muss ich mir merken. So, ja, greif du mal an. Ach, shit. Du hast sau viel magischen Widerstand, ne? Jetzt 34. Shit. Tja, probieren wir das mal. Ich hoffe, das macht ein bisschen Schaden. Ja, 96. Also merke, bei denen sollte man irgendjemand dabei haben, der auch physischen Schaden macht. Weil momentan haben wir wirklich einfach nur magischen Schaden. Was nichts tut, gerade. Wirklich rein gar nichts. Ich meine, wir können... Wie viel hat der? 144. Wir können das machen. Wen buffen wir? Du musst Mana herstellen. Das ist die einzige Art und Weise, wie wir diesen Kampf gewinnen. Es geht nicht anders. Ansonsten können wir nicht wirklich viel tun. Ein bisschen debuffen können wir ihn. Aber das war's dann auch. Oh, du hast auch noch einen magischen Angriff. Stimmt, hatte ich ganz vergessen. Der würde sogar ein bisschen Schaden verursachen. 11. Das bringt nichts. Ist alles irgendwie nicht so toll. Na komm. Ach, das war's immer noch nicht. 5 HP hat er noch. Nein! Ach Mann! Das darf doch nicht wahr sein. Du müsstest eins nach hinten gehen. Ach Scheiße. Jetzt wird er wieder auferstehen, oder? Ja. In zwei Runden läuft das ab. Was, wenn wir einfach die zwei Runden abwarten? Funktioniert das? Ich weiß es nicht. Also sieht zumindest aus, als müsste das in zwei Runden ablaufen. So, du gehst eins nach hinten. Stellst Mana wieder her. Ach, dammit. Ekelhaft. Nein! Hier hat sich der Darm beim Sterben entleert. Ekelhaft. Okay, es ist immer noch auf 34. Es hat nicht wieder
Hat sich nicht verdoppelt. Meine Fresse ist das ätzend. Meine Fresse ist dieses Ding ätzend. Ja, ich meine, wir können auch mal den Stressschaden machen. Um den magischen Schutz wegzukriegen, weil ansonsten können wir rein gar nichts tun. Du stellst Mana her. Gute Sache. So, dann buffen wir wieder. Und fangen an, Schaden zuzufügen. Das braucht wesentlich weniger Mana. Es dauert jetzt einfach. Kann man nicht wirklich viel dagegen tun. Wir würden keinen Schaden machen. Du kannst auch sonst nichts wirklich Sinnvolles beitragen, leider. Du kannst den Schaden verringern, aber das bringt auch nicht wirklich viel. Du bist der Einzige, der tatsächlich irgendwas Produktives hierbei zu beiträgt. Ich weiß nicht, ob wann er das machen kann, wenn er unter 30 oder so ist, oder? Naja, ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle erstmal einen Break. Ich werde das offscreen zu Ende machen, weil das dauert ein bisschen. Und sehen uns hoffentlich dann in der nächsten Episode wieder. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann, macht's gut, euer Northgate.